herzlich willkommen hier zu einer neuen Aufnahme, zu einer ganz besonderen Aufnahme, die sich Mucke hat einfallen lassen. Wir wollen ja für euch als nächstes die Relegation zeigen. Also wir steigen die erste Liga auf oder halt auch ab, ne? Da geht es ja Wolfsburg und Kiel gegeneinander und das Ganze auch nochmal zweite Liga und dritte Liga, Aue gegen Karlsruhe. Und ja, damit wir jetzt die Entscheidung fällen, wer eben mit dem Bundesligisten beginnt, hat Mucke die Idee, wir spielen das Ganze aus und zwar mit unseren Ultimate-Team-Mannschaften. Ich finde den Einfall hammermega, ich habe das gerade schon total gefeiert. Ich finde es auch total spannend. Mucke und ich haben noch nie mit einem Ultimate-Team gegeneinander gespielt. Nee. Ich habe auch so noch nie mit meinem Ultimate-Team so eine Freundschaftsspielsaison gestartet. Ist für mich alles neu und ja, ist aber glaube ich richtig geil, weil Mucke jetzt seinen Kader hat, mit dem er eingespielt ist. Ich meinen Kader habe, mit dem ich eigentlich auch so gut eingespielt bin. Und ja, ich freue mich drauf und wir starten. Hab viel Spaß. Ja. Seit wann hast du Ibrahimovic? Ich krieg zwar alles mit, ne, aber... Den habe ich schon ein bisschen länger. So, los geht's. Das kann was werden. Ich bin gespannt. Boah. Das liebe ich ja, ne? Was denn? Die Zuschauer. Ja, ne? Deswegen habe ich das Stadion auch gewählt. Das, ich finde, die Atmosphäre ist hier richtig geil. Das erste Mal, das ist, dass wir gegeneinander spielen und es gibt Münzen dafür. Eigentlich gibt es hier Münzen? Also, wie ich das gelesen habe, ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Und dieser Salah. Der ist geil. Ah, das war schlecht von mir. Abseits. Mhm. Oh, ich glaube, ich habe die Bräune in die Eier geschossen. So, Ecke. Ah, Ecken, das ist Muckes Stärke. Da ist er extrem gut. Ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Nee. Mhm. Oh, schöner Pass, sehr gute Chance. Und Fährmann hält. Das war knapp. Ja. Robben fast mit der Führung und da bleibt einer liegen. Ja, super. Und das Blöde ist, wenn der sich verletzt hat, dann habe ich ja auch in Wirklichkeit einen Verletzten. Glaube ich zumindest, dass das hier dann auch so bleibt. Ich glaube ja. Stark gestört. Also du mehr Ballbesitz und mehr Möglichkeiten, würde ich sagen. Ja, momentan ja. Ich habe vorher so ein paar Minütchen gebraucht, aber jetzt bin ich drin. Ja, ich noch nicht so richtig. Den wollte ich gar nicht anspielen. Salah lag ja noch auf dem Boden.
Schnelle Werner. Und noch eine Ecke. Also Salah hat hier echt Probleme auf der Seite. Meinst du, warum ich Süle reingenommen habe? Das ist ein, das ist irgendwie ein Schrank vom Allerfeinsten. Ja. Das ist auch eigentlich die einzige Möglichkeit, um so einen schnellen Spieler zu stoppen. Also du brauchst einen richtig zweikampfstarken, wuchtigen Typen, der da dicht macht. Ja. Oh, Robben schon wieder. Das war gut. Schüsse 0 zu 6. Echt? Ich habe noch nicht einmal geschossen? Nee. Nein, jetzt wird's aber Zeit. Los geht's. Na, gut gestört. Ach, doch nicht den. Ja. Ach ja, Karten zählen ja jetzt auch. Ja. Ich habe ja eigentlich statt Süle Naldo in der Ecke. Der hat in dem letzten Spiel rot gesehen. Durfte ich nicht einsetzen. Hätte ich sogar noch passen müssen. Selbst können. Ja. Was, schon Halbzeit? Mhm. Oh, Bailey, der ist schnell. Das hätte für dich gepfiffen. Oh, was war das denn? Schöne Flanke. Fährmann passt auf. Ja, 0-0. So, 0-0. Mucke mit mehr Ballbesitz. Ja, okay, ausgeglichen, aber mit mehr Schüssen auf jeden Fall. Aufs Tor 2-2. Passgenauigkeit. Ja, ziemlich identisch. So, weiter geht's. Weiter geht's. Das wäre das erste Mal, dass ich den SV Hanse schlage hier. Ja. Also, wenn. Aber die zweite Halbzeit, ich weiß gar nicht, gibt's hier eine Verlängerung? Nee, wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich meine, nee. Fährmann. Schickes Trikot im Übrigen. Ja, ne? Ich finde das auch schön. Hab ja jetzt mehrmals gewechselt. Aber das gefällt mir hier. Ja, ich habe auch mal gewechselt. Ja. Oh, vorbeigelaufen. Na! Puh. Gut aufgepasst. Aber ich habe einen Verletzten, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Ah. Einer ist, glaube ich, angeschlagen. Oh, zu ungenau. Also ich bin auch nicht im Spielrhythmus. Viele krasse Fehler. Ja, versuch dich mal gegen Salah mit dem Kopf durchzusetzen. Ja. Aber Süle macht er stark. Ja, muss man sagen. Super Spiel. Ja. Oh, dieser Fährmann.
Ja, deswegen ist er am Tor. So. Ui. Es wird gewechselt. Ja, dreimal habe ich gesehen. Mustafi unter anderem geht hier raus. Oh Gott, Higuain. Oh Gott. Tom macht ernst. Gott, Fehlpässe ohne Ende. Was, Goretzka? Aber in Schwarz, ne? Ja, na klar. Ja, na, ja, na klar. Ah, ey, das gibt's nicht. Leute, kommt. Ja, hier ist anderer Anspruch als in der Bundesliga. Weiter. Jetzt haben wir eine Chance. Oh, beste Möglichkeit für uns jetzt hier. Oh ja, das ist wohl wahr. Die hätten wir reinmachen müssen. Frei vom Tor. Schöne Flanke, Goretzka. Oh. Da fällt er hin. Na, jetzt kommt der SV Hansa langsam. Da bleibt der Ball wieder bei dir. Ich kenne das irgendwo ja. Schade. Ja, starke Grätsche, weiter. Goretzka! Pff, Mann! Oh, selber vorgelegt. Ja. Das ist ärgerlich. Selber vorgelegt. Ja, das passiert. Ja, Müller in Schwarz, der ist richtig gut. Ja. Den gibt es ja noch stärker, aber das war mir dann zu teuer. Wahrscheinlich Spieler der Saison oder sowas, ne? So, 10 Minuten noch auf der Uhr. Wir liegen hinten. Ist ärgerlich. Wir hatten gerade 4, 5 Möglichkeiten. Und dann selber hinten so ein Fehler. Och, Kramaric, oh Gott. Goretzka mit dem Ausgleich. Schön mit Sané hier gespielt. Wen hast du noch mal im Tor? Horn. Ah ja. In der ersten Halbzeit war es Bürki. Ach echt, du hast gewechselt? Mhm. Okay. Na,
Oh, das gibt's doch nicht. Auch der vorgelegt. Zweimal vom Verteidiger. Das ist ärgerlich. Komm weiter. Abseits? Jo. Und gelb für Goretzka. Boah, wie gemein, dass man da nicht hinrennen kann. Ja. Oh, was machst du denn? Goretzka mit der Chance, hier nochmal nach vorne zu spielen. Das wird wahrscheinlich die letzte Aktion jetzt sein. Das war's. Juhu. Also, Mucke setzen wir 2-2-1 durch und darf damit zuerst den Bundesligisten spielen. Jetzt schauen wir nochmal auf die Werte. Es gibt Münzen. Ja, Mucke auch mit mehr Schüssen. Ist es ärgerlich, in der Druckphase, nachdem wir umgestellt hatten, hatten wir 4 gute Möglichkeiten. Zane hätte da die Führung machen müssen, Goretzka. Dann zweimal vom Verteidiger, der Ball zur Mucke gesprungen. Und das hat er auch gut genutzt. Und jetzt heißt es Relegation. Wir beginnen also mit Wolfsburg gegen Kiel. Und Mucke darf seine geliebten Wölfe spielen. Das kann ja was werden. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.